Bitte. Heute sehr spät am Dienstag, aber ich hatte eine Menge zu tun und bin auch gerade sehr geschafft. Ja, die Jen und die Laura, die hatten ja schon sehr informative Themen eingestellt. Ich will auch gar nicht mehr so sehr drauf rumreiten, was so schlecht ist. Ich wollte einfach mal sagen, dass ich persönlich sehr glücklich bin, im Jahre 2010 eine Lesbe zu sein. Denn ich finde, wir Lesben und Schwule haben eigentlich schon eine ganze Menge erreicht. Ich meine, wenn wir mal zurückdenken, so ungefähr vor 50, 60 Jahren, was da gemacht worden ist mit Schwulen und Lesben, ich denke, dann können wir uns doch sehr glücklich schätzen. Ich meine, wir haben Schwos oder mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt genannt werden. Wir haben den CSD. Wir können händchenhaltend durch die Stadt laufen. Natürlich kommt da der ein und andere und macht einen dummen Spruch. Okay, und in Extremfällen, wenn ganz richtig dumme Leute kommen, die hauen auch drauf. Aber ich meine, früher wurden Homosexuelle umgebracht. Und ja, ich meine, ist nicht eigentlich fantastisch, was Schwule und Lesben erreicht haben? Ich will ja nicht mal sagen wir, denn wir sind ja jetzt nur ein kleiner Teil davon. Also für uns wurde diese Welt ja geschaffen vor, ne? Also ich meine jetzt so, die ältere Generation an Homosexuellen hat uns den Weg schon leichter gemacht, ne? Und ich meine, wir haben Events wie The L Beach, wie CSD, wie schon gerade erwähnt. Also eigentlich haben wir schon eine ganze Menge und gut, wir können heiraten. Es ist zwar natürlich nicht so wirklich, ja, wie Jen halt beschrieben hat, es ist noch nicht perfekt, dieses Ganze, aber wir können schon mal heiraten. Also wir werden doch wir werden zu einem Teil der Gesellschaft. Auch wenn einigen Leuten das nicht passt, aber es ist nun mal so. Und wir haben Schwule und auch Lesben in der Politik und ich denke, es wird weitergehen mit uns. Vielleicht werden wir es gar nicht mehr erleben, dass wir wirklich eines Tages die Schwulen und Lesben total frei sind, ganz normal anerkannt werden. Ja, das war so mein Ding, was ich zum Dienstag sagen wollte. Eigentlich wollte ich Ernie und Bert noch vorne anhängen, aber ich bin wirklich zu kaputt, um jetzt noch an dem Video rumzuschnibbeln. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich noch in dem Video einwerfen, aber ja, da ist heute so viel drin. Ich muss heute so viel arbeiten und meine Tochter war heute auch nicht gerade einfach und ja, ich bin froh, dass der Tag jetzt um ist, ich mich etwas entspannen kann, ein Buch lesen kann oder etwas zeichnen kann. Aber mein Dienstagsvideo wollte ich auch noch zum Dienstag einstellen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wünsche euch alles, alles.